Hallihallo, auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen. Heute mal wieder ein kleines Python-Demo. Python-Programmiersprache. Was habe ich gemacht? Sollte ja irgendwie sinnvoll sein, dieses Demo. Habe ich mir was aus der Feder gelutscht. Und zwar, gut, manche werden feststellen, oder auch nicht, dass auf ihren Tastaturen keine LEDs mehr sind für den Zustand NumLock, also numerischer Ziffernblock. Einrasten oder nicht einrasten, ne? Dass die Zahlen, die auf der rechten Seite hat, gehen oder nicht gehen. Genauso, ich würde sagen, Shift-Lock oder auch Caps-Lock genannt. Groß-Kleinschreibe, Umschalttaste gedrückt oder nicht gedrückt, dass plötzlich alles groß ist oder auch nicht gut. Hier auf meinem Schreibtisch habe ich ein kleines Python-Skript euch gemacht, aufzurufen mit Python, Leerzeichen, LEDs.py. Drückt man Enter, führt das aus. Ne? Ihr müsst natürlich im richtigen Verzeichnis sein, deshalb bin ich in den Schreibtisch gewechselt, da wo das liegt. Oder in den entsprechenden Unterordner. Kommt sowas dabei raus. Ich nutze xlib. Ja. Führe da einen Request aus. Es geht um die LED-Maske. Die kann man nämlich auslesen. Ne? Also dieses Ein-Ausschalten, das wird repräsentiert durch Bits, die irgendwo mal gesetzt sind. Eine sogenannte LED-Maske. Ja, da kann man die LED-Maske auslesen und sagen, wenn das Bit so und so gesetzt ist, dann ist NumLock 1 und wenn das Bit so und so gesetzt ist, ist CapsLock 1 oder nicht. Rootrechte braucht man nicht. Es gibt natürlich auch ganz normale Befehle. Ne? Hier unter Linux, Set-LEDs und so weiter, funktioniert momentan zum Zeitpunkt dieses Videos aber nicht. Nur auf einer TTY-Sitzung, nicht vom Terminal aus. Und deshalb kam ich drauf, LEDs Pi zu schreiben. Gut, mache ich jetzt zum Beispiel NumLock ein, was man hier gut sehen kann, und führe das Python-Skript nochmal aus. Dann sieht man diese LED-Maske, ne, die bestimmte Bits und Bytes repräsentiert. Hat sich geändert auf 2. Ne, und dieses Bit kann man auslesen. Und entsprechend sage ich dann, NumLock ist jetzt on. Ne? Ist jetzt on, nicht mehr off. Gut. Wie ist das, wenn jetzt die Groß-Kleinschreibetaste auch noch festgestellt ist? Ne? Dann ist die LED-Maske 3. Ja. Ja. Wieso ist das so? Ne? Das ist quasi 1 und das ist 2. Und das, wenn beide an sind, ist es 3. Ne? Das ist so bitweise Operationen. Ne? Gut, jetzt machen wir beide aus. Den aus und NumLock auch noch aus. Machen wir das nochmal. LED-Maske 0. Ja. Wenn ich nur die Groß-Kleinschreibetaste habe, dann hätte ich das. LED-Maske 1. Ne? Das repräsentiert quasi 1. Das ist 2. Und wenn beide sind, ist 3, 1. 2 oder 3, 1. Und der Felder ist 3 oder so ähnlich. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wie sieht ein Python-Skriptchen aus? So. Ich verwende Python-xlib. War bei mir nicht standardmäßig installiert, musste ich installieren mit sudo apt-get install python-xlib. Gut, dann habe ich mir von diesem x-Library, x ist quasi dieser x-Server, der im Hintergrund mal läuft, dafür eigentlich sorgt, dass wir was auf dem Display sehen. Aber der ist auch für die Tastatur zuständig. Ne? Also von dem Modul xlib importiere ich mir die Unterfunktion Display kleingeschrieben. So. Jetzt mache ich mir eine Variable. Ne? Alles, was hier groß geschrieben ist, das mache ich immer extra. Was groß geschrieben ist, habe ich verbrochen. Was klein geschrieben ist und anders, das ist auf der rechten Seite, das gab es schon vorher. Also Display haben wir uns importiert. Das entsprechende Modul. Und da gibt es eine Unterfunktion, die heißt pfiffigerweise mit großem D geschrieben Display. So. Aber das, ne? Von diesem Display, ne, ist jetzt hier quasi eine Klasse, die haben wir uns hier erstellt in Form einer Variablen. Gibt es da noch eine andere Klasse, die heißt Keyboard Control bei mir, Display Get Keyboard Control. Da kommen wir mal raus. Ne? Da gibt es nämlich ein Objekt, ne, das dabei rauskommt. Und dieses Objekt hat eine Untereigenschaft, die eine Variable ist mit Namen Data und diese Eigenschaft kann man auslesen mit Unterstrich und dann der Name der Variablen, hier in dem Fall Data. Diese Variable Data hat eine
weitere, ja, nicht Unterlegenschaft, sondern es sind Werte gesetzt, viele Werte. Es handelt sich hierbei nämlich um ein Dictionary, ja, ein, ja, so eine Art Wörterbuch, in dem viele Sachen gespeichert sind, unter anderem auch in diesem Wörterbuch, in diesem Dictionary, in dieser Liste, man könnte auch sagen, so eine Art Array, gibt es eine Unterpunkt LED-Mask und darin steht halt dieses 0, 1, 2 oder 3, 1, der Ferrer ist frei, so. Kann ich hier dann auslesen, ne? Mit den eckigen Klammern kann ich auf diese Unterwörterbucheintrag, möchte ich es mal sagen, namens LED-Mask zugreifen und mir den entsprechenden Wert auslesen aus der Variable Data des Objekts Keyword Control, was dann eine Klasse ist, abgeleitet von Display vom Xlib. So. Und das kann ich mir natürlich erstmal mit Print ausgeben lassen. Ne? Wie gesagt, ich habe das dann immer in eine Variable gepackt, groß geschrieben, seht ihr immer. Ich habe die dann pfiffigerweise genauso genannt, wie das entsprechende Objekt oder Datei oder wie auch immer heißt. So. Und das ist ein String. Ne? Gut. Und den kann ich hier ausgeben lassen. Gut, das ist in dem Moment ein String, wo ich sage, jetzt ist es ein String. Ne? Eigentlich ist es dann eigentlich erstmal mehr eine Zahl. Ne? Gut. Für den Printbefehl muss ich es natürlich zum String machen, damit es ausgegeben werden kann. Gut, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich 0, 1, 2 oder 3, als der Felder ist frei. So, diese LED-Maske ist jetzt hier in dieser Variable gespeichert. Und man kennt bitweise Operatoren, ne? Ja, kennt man ja irgendwo mal aus der Computer allgemein, unabhängig von gewissen Programmiersprachen. Hier unter Python ist das logische und, also and, geschrieben als und, damit es nicht verwechselt werden kann mit dem Befehl and. So, ich verknüpfe mit dem logischen und, ne? Und 2, filtere raus, ob das Bit 1 gesetzt ist. Das Bit Nummer 1 gesetzt ist, das erste Bit ist ja quasi, wenn man sich so ein Byte anguckt, dann quasi die 2, ja, mehr oder weniger. Eigentlich auch so, gut. Ihr wisst, was ich meine. Und wenn das gesetzt ist, ne, ist gleich 2, ne, wenn es nicht gesetzt wäre, käme hier 0 raus, dann wird die Variable 0 true, num wird true, wenn das hier wahr ist. Wenn die LED-Maske end 2 gleich 2 gibt. Entsprechend die Variable caps wird true, wenn LED-Maske end 1 1 ist. Ja. Gut, jetzt gucke ich nach. If num heißt, if num gleich true, dann sagt er numlock is on else, also wenn nicht, dann ist aus. Auch logisch. Er gleiche mit caps, wenn caps gleich true. Kann man abkürzen, if caps print is on, else, also wenn nicht, dann ist es aus. So, und schon ist das Video wieder aus. Den entsprechenden Quellcode lege ich euch mal auf meine Google Drive, auf meine kleine Cloud. So, ich hoffe, ihr mit geholfen zusammen. Verbleiben freundlichen Grüßen und tschüss.